So. Wir können auch dann einmal mit der Bombe natürlich da durchbomben. Das ist schon. Ach, deswegen kriegen wir auch eine Bombe. Erfasst, worum es gehen wird. Und im nächsten Raum erwartet uns eine Kiste. Nachdem wir alle möglichen. Die Skeletor-Viecher am besten mit dem Bumerang stunnen. Dann draufhauen. So, oh. Ich darf mal raten, der muss in die Mitte geschoben werden. Ich würde das mal schätzen, ja. Ah, ne, nur einmal zur Seite. Okay. Wahrscheinlich können wir den gar nicht durchs Wasser schieben. Der Kompass! So, jetzt muss ich umblättern. Was, sind wir etwa schon so weit? Naja, da kommt auch eine ganze Doppelseite. So. In den Raum zurück und dann nach oben. Das machen wir doch glatt. So, unter dem kann man durchtauchen. Mit B. Also mit B kannst du, glaube ich, tauchen. Ich glaube, gedrückt halten. Okay. Ah ja, ja, gedrückt halten. Powerwasser. Könnte ein Herz drin sein. Ja, oder recht, das hast recht. Da ist sogar ein Herz drin, du glaubst es eben. Noch ein Herz. Und noch ein Herz, das hat sich ja mal richtig gelohnt. Hä? Achso, der kann nicht dauerhaft tauchen, ja. Ne? Ist ja eigentlich logisch. Achtung, die braucht da was. Ach. So, am besten die Fledermäuse erstmal kaputt haben, weil auf den Dingen kannst du nicht stehen, da musst du wirklich schnell drüber springen. Ja, uncool, wenn die dich dabei stören würden. Definitiv. So. Das Kart fährt jetzt wieder erstmal nur nach rechts, wenn du gleich da rein springst. Wir wollen aber erstmal nach links. Das also bedeutet, auf eine Weiche hauen. Auf eine Weiche hauen, sobald du eine siehst. Diesmal darf ich, ja? Tja. Naja, und wir fahren jetzt gleich mit. Dann tun wir das doch auch. Ohne an die Weiche zu hauen. Jawoll. Und dann einmal bitte alles kaputt hauen. So, dann der jetzt wieder Schlüssel. Zurückfahren und auf die Weiche hauen. Ah, die müssen wir ja gar nicht. Nee, die fährt uns jetzt schon direkt an unser Ziel. Es sei denn, ich hau auf die Weiche mal wieder. Unfassbar. Na, wir können schon mal wechseln auf den Boomerang. Ist denn hier D? Ach, da ist D. Da wollen wir aber noch nicht hin, glaube ich. Hör mal, Jungs, ist gut jetzt. So, und du? Das ist ein Schlüsselstein. Aha, okay. Hab ich gesehen. Weisheitenäule wieder. Die wir wieder mit irgendwas füttern müssen. Powercrosser Krüger. So, Triple Jumps. Mehr Tempo führt zu weiteren Sprüngen. Genau, jetzt Platz einmal die Blitz. Krüge und ich schätze mal, wir werden da gleich Samen bekommen, genau. Weil wir brauchen jetzt die Schnell-Schnell-Rennen-Samen. Hm. Damit wir mit unserer Feder über zwei Kästchen drüber laufen oder springen. Die Windsamen, die wir vorhin eingesammelt haben. Die wir auch schon vorher schon.
nicht die Windsamen, das sind die Pegasus-Samen. Ja, dann hätte ich ist ein Unterschied. Jawohl, Chef, ist es ein Unterschied. Dort hast du die Feder. Ach ja. Vorsichtshalber. Und das heißt, ich springe jetzt mit der Feder, oder was? Genau, du machst jetzt erst schneller mit den Samen. Na, warte, warte, warte. Das nicht stehen bleiben. Ey! Samen ausgelaufen. Ach, Leute! Ah. So, wo musst du mal lang? Rechts. Dann hoch. Tauchen. Hallo, ich habe B gedrückt. Mal selbst bestimmen, wann du auftauchst. Du tauchst einfach irgendwann auf wieder. Hm. Geht's halt auch nicht. Ach, guck mal da. Ist nicht so einfach, ne? So. Zack. Ja. Och, Sven. Er springt manchmal nicht. Ja. Jetzt ist es gerade wieder abgelaufen. Juhu. So. Jetzt sollten wir mal wieder ein Schwert anlegen. Ein Bumerang vielleicht für den. Oh, der schmeißt doch schon wieder irgendwas. Ja. So, dann einmal ins Kart gleich steigen. Und dann kommen wir gleich zwischen Boss. Na super. Wie geht der? Gemacht. Erstmal über dich um Zweige. Was wollte ich? Ich habe gerade nichts verstanden. Ich hab's zu weit weg. Glutsamen, weil ich glaube, die brauchen wir für den. Achso, ja. Aber erstmal holen wir uns den Schlüssel in der Kiste. So, im nächsten Raum haben wir erstmal ganz viele Spikes wieder auf dem Bogen. Bumerang ist schon mal eine gute Idee. Wegen den Viechern. Halt direkt vorbei, Junge. So, wir möchten nach unten. So, bevor du weitergehst. Das war eine ganz knappe Nummer. Rüste schon mal die Glutsamen aus. Denn das nächste Räumchen ist ein Zwischenbossräumchen.
Soll ich ihn dir jetzt schon erklären? Ja, gerne. So, wie du hier siehst, das ist ein Raum mit, hier bei der 14, mhm. Raum mit zwei Töpfen in der Mitte, mhm. die beide anmachen, weil der Boss besteht aus drei Geistern, mhm. die oben, links und rechts, glaube ich, sind und sich mit Sachen abfeuern. Weil wenn die beiden Flammen an sind, hat einer der Geister einen Schatten, den kannst du hauen. Okay. Es klingt ganz einfach. Also und wenn die vorher, wenn wir mal vorher noch mal ganz kurz. Gut. Und wenn die Flammen ausgehen, natürlich beide, erst wenn beide aus sind, beide direkt wieder anmachen. Meine wahre Gestalt bleibt im Dunkeln verborgen. Diese Fackel, ja, das wissen wir doch schon. Ja, aber nicht von. So, da. Ja. Sind wir noch der rechte? Ah, jetzt wieder Fackel. Das ist ganz einfach. Der untere war es gewesen. Oh, aber nicht. Nur der untere. Verträgt aber auch einiges in die Jungs. Herz wäre mal ganz nett. Ja! Oh, Fee! Fee! Sauber. So. Ach, schön. Moment. Speicher. So, wo müssen wir als nächstes hin? Oh, hier ist ein Weiser. Weiser. Was du suchst, liegt im Auge. Geht. So, dann ist es doch wahrscheinlich auch gar nicht mehr so lang bis zum Endboss. Hm. Ah, genau. Wir möchten jetzt im Zwischenbossraum runter. Ah ja, okay. Dann tun wir das doch auch. Stimmt, hier geht's auch weiter. Ja. So, da wollen wir dann ins Minecraft. Hier wollen wir jetzt erstmal. Ja, vielleicht aktivieren wir das auch, Sven. Mhm. Ja, das ist mal richtig. Aber lass mich kurz was gucken. Ah, das ist der Raum mit dem Laser. Ja, muss ich hin. haben wir einen Schlüssel? Wir haben sogar zwei Schlüssel. Oben bei den Herzen sieht man Schlüssel mal zwei. Ach klar, ja, tatsächlich. Gut, genau. Und durch den Laserraum kannst du aber durchlaufen. Weil das wohin ist schon denn? Nach links. Nach links, okay. Und das scheint eine Schlüsseltür zu sein. So. Ich vermute kleinen mal, Moment. Die Statue hier draufschieben. Ja. Sprint to the Sling. Du brauchst jetzt gleich wieder deine Samen und musst rennen. Was? Offensichtlich bevor die einbrechen alle, oder? Ja. Ach du Scheiße. Wie ist denn der Weg? Ist der da eingezeichnet? Nein. Es gibt nur einen Weg. Okay, aber mit den Samen einfach durchrennen wahrscheinlich. Genau. Also, die da. Dann sagen wir aktivieren. Auf irgendeine Stelle vielleicht mal kurz innehalten und nochmal neu nehmen. Ach, komm mal rein. Guck mal, da war nicht so schwer. Das war wirklich nicht so schwer. Du hältst die Schleuder. Yeah! Wähle Kerne aus und schieß los. Können schießen. So. Dann. Wie komme ich denn zurück? Ah, doch. Gehen wir durch den Laserraum wieder und nach oben raus.
Dann kleinen Moment. Diese Pegasus kann nicht lustig. So. Gut. Einmal nach oben. Den Minecart wieder zurückfahren. Und wir können hier nicht aussteigen, ne? Müssen wir mit einem Bumerang vielleicht einmal kommen? Wir, nee, wir müssen. Kannst du während der Fahrt aussteigen, geht das? Nee. Also ich wüsste nicht wie. Ich kann das nur versuchen mit der Feder. Nee. Aber mit der Schleuder. Achso, ist logisch. Welche kann das wahrscheinlich egal, oder? Die grünen brauchen wir glaube ich nicht so häufig, weil damit tut man nur die Eule aktivieren. Ja, und wo drauf? Jetzt auf der welchen Schalter? So, beide Schalter. Na dann. Ich bin ein guter Schütze, hä? Du bist ein sehr guter Schütze. Ja, aber man kommt überhaupt nicht bis da hinten hin, oder? Du hast eben immer nur die Fledermäuse getroffen. Nee.